Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kids Wie Wer. Entschuldigt den schnellen Abbruch bei der letzten Folge. Ich habe aus Versehen, ich wollte gerade Tschüss sagen, da habe ich schon die Taste gedrückt für den Aufnahmestopp. Ich weiß auch nicht warum. Scheinbar wollte ich nicht mehr. Aber jetzt, ja, jetzt geht's weiter. Wir gehen zurück zum Gymstorm. Und hier soll irgendwo ein Schloss sein. Okay, ich habe mich etwas verändert. Was? I'm gonna get changed. Turn around for a second. Dreh dich mal um. Achso, sie muss sich umziehen, ja. Du willst dich hier umziehen? Ja, dreh dich doch mal um. Okay, okay. da. Oh Gott, sie zieht sich wirklich um. Wenn du auch nur einmal guckst, dann bist du tot. Okay. Schön. Hey. Ja? Ich habe gesagt, nicht gucken. Hast du geguckt? Nein, habe ich nicht. Minato, ich muss dir noch was erzählen. Ich muss gehen. Was? Warum? Ja, wie ich gesagt habe, die Pläne meiner Mutter haben sich geändert. Ich muss weit wegziehen. Wow. Wann? Morgen. Morgen? So. Oh, schon wieder geguckt. Du wirst zurückgehen zu deiner Mutter. Morgen. Ja, ich kann nicht die ganze Zeit obdachlos bleiben. She might actually tune me out this time. Okay, es ist ziemlich, schwierig, das laut auszusprechen. Würdest du es den anderen vielleicht sagen? Nein, nein, das kann ich nicht. Sie müssen es von dir hören. Warum denn? Naja, du musst es ihm sagen. Wir sind doch alle Freunde, oder nicht? Sind wir? Ja, weißt du es nicht? Und Minato? Ja? Du hast total geguckt, oder? Nee. Ich habe gar nicht geguckt. Wirklich? Nee. Kann ich dich noch was fragen, bitte? Ja, klar. Was denn? Also, naja, diese blauen Flecken auf deinem Rücken. Du hast doch geguckt. Nur auf deinen Rücken. Oh, okay, raus damit. Sorry. Also hast du es gesehen, ja? Akko hat auch schon drauf geguckt, als wir im Bad waren. Du hast es gesehen, ja? Ja, es war so offensichtlich. Okay, naja. Ist es wirklich okay für dich zurückzugehen? Du machst dir Sorgen um mich, ja? Naja, wie könnte ich denn nicht? Wir sind doch Freunde. Ja. Es ist schon alles okay. Ich danke dir trotzdem, ja? Und ja, du kannst jetzt gucken. Sicher? Warte. Was hast du eben gemeint? Was meinst du? Ich habe gesagt, du kannst gucken. Ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt. Okay, what is your deal? Was für ein Deal? Kannst du das bitte nehmen? Ich kann es nicht mehr mitnehmen. Deine Halskette? Naja, es ist ein Pendant. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ein Medaillon oder so? Warte mal eine Sekunde. I think I've seen. Ich habe das schon mal gesehen. Oh ja. Meine Mutter gab es mir, als ich klein war. Als sie noch, nett war. Okay, komm schon. Is it really that hard? Ist es wirklich so schwer? Ich habe dieses Medaillon schon mal gesehen. Bei seiner Mutter?
Seine Schwester? Hey, Minato. Was ist ein Erinnerungsstück? Oh, naja, schwierig. Ist das sowas wie eine Halskette? Was meinst du? Ja, Mom hat mir eine gegeben. Sie sagt, es ist ein Erinnerungsstück. Von Moms Mom. Sag ich doch. Das ist unsere Mutter. Hab's doch gewusst. Normalerweise hätte die hier wahrscheinlich sich jetzt mit Wataru die ganze Zeit abgeben sollen und sich verlieben sollen. Okay, das ist das Gleiche, was Mirai gehalten hat. Aber warte, wenn Mama es von ihrer Mutter bekommen hat und Mirai gegeben hat, das macht doch keinen Sinn. Mamas Name ist nicht... Was tust du denn da hinter meinem Rücken? Jetzt mach schon. Das ist echt eklig, was du da tust. Oder ja, gruselig. Wir sollen die Halskette eigentlich umlegen, ne? Nicht behalten. Nozomi, das klingt vielleicht verrückt, aber ich muss dich noch was fragen. Hä? Ist Nozomi dein wirklicher Name? Ich... Was? Nein. Achso, er hat das gesagt. Entschuldigung, ich komme manchmal durcheinander, wer was sagt. Was, wenn nicht? Ist dein wirklicher Name... Her jaw nearly dropped to the floor as the name left my lips. Wie heißt denn unsere Mutter? Ich weiß es gar nicht. Mine probably did much the same. How could it not? Wie könnte es nicht? She had my mom's name. Ja, also wir haben den Namen gesagt. Und das hat alle ziemlich geschockt. Und ja, sie trägt tatsächlich den Namen unserer Mutter. Too revealed. Kapitel 10. Ende. Kapitel 11. Achso, das kommt wieder ein bisschen später, ne? Das wird wahrscheinlich nicht gleich wieder kommen. Ah doch, Kapitel 11. Time Limit. Dieser Boden ist so hart. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Es ist so viel passiert. So viel. Mein Kopf hat sich die ganze Zeit nur gedreht. Also seine Gedanken kreisten. Ich muss mich beruhigen. Okay. Lass uns mit den Grundlagen anfangen. Is this my first, second or third night in the past? Second, oder? Das ist meine zweite Nacht hier. Ja, genau. Wenn die Sonne aufgeht, up it will be the last day, habe ich noch einen Tag, bevor die Zeit ausläuft. Ich habe nur 72 Stunden hier. Das reicht, ist nicht gerade viel Zeit. Ich muss allem morgen auf den Grund gehen. Ich muss also meine Gedanken ordnen. Okay, gut. Also, was ist meine Mission hier in der, Vergangenheit? Change the future. Ich muss die Zukunft ändern. Das ist das eine. Warum bin ich hier? Habe ich wirklich die Macht, die Zukunft zu ändern? Und meine Visionen, werden sie wirklich passieren? Mirai ist in Gefahr. Ich wusste nicht, wie ich die Zukunft verändern sollte, als ich hier ankam. Oder what that would even look like. Aber ich glaube, jetzt habe ich's. Okay. Ich glaube, ich kann wirklich die Zukunft verändern. Ein bisschen. Was habe ich bereits geändert? Na gut, das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Also das hier, weiß ich nicht. Gar nicht, oder? Ich meine, Nozomi hat jetzt Wataru gar nicht richtig kennengelernt, weil wir die ganze Zeit mit ihr abgehangen haben. So haben wir ihn vielleicht auch nicht gerettet. Ich weiß nicht. Oder? Ich meine, wir werden halt nicht geboren, wenn die beiden nicht zusammenkommen.
prevented the big one? I prevented the train crash. Ja, den Zugunglück haben wir verhindert. Okay, also ich habe das Zugunglück verhindert. Ja, okay. Richtig. Wenn das wirklich passiert wäre, dann hätte ich die 7 Mysterien nicht lösen können. Also auch das Mysterium vom Haunted Train nicht. Es hätte einen schrecklichen Unfall gegeben. Nur wegen diesem blöden, versoffenen Typen. Und Nozomi war im Zug. Also sie ist jetzt sicher. Aber Nozomi war ja in der Zukunft unsere Mutti und hat scheinbar überlebt. Also sie wäre ja gar nicht gestorben. Verstehe ich nicht ganz. Okay, ich hab's. Ich meine, Seite ist just bad news. Auf der anderen Seite gibt es schlechte Neuigkeiten. Wenn Nozomi stirbt, bin ich in Schwierigkeiten. Nach all dem, sie ist meine Mutter. Deshalb, naja. Oh Gott, ich bin so fertig. Sie ist meine Mutter. Wenn ihr irgendwas geschieht, dann werde ich niemals geboren. Oder? Ach, das ist alles so verwirrend. Oh. Ich muss so viel tun. Okay, ich kann jetzt nicht aufgeben. Das ist nicht nur für Mom, das ist auch für Papa. Und für unsere Schwester. Und ich habe ihn schon getroffen. Er ist Wataru. Ja, das ist er. Er ist mein Vater. Er ist Manabu Tokiwatari. Also, warte. Das heißt, er und Nozomi werden heiraten. Oh Gott. Wollt ihr mich verarschen? I'm totally not getting that fire. Ich habe nichts gespürt davon. Gar nichts. Ja, weil wir, glaube ich, im Weg waren. Hat sie Albträume? Ja. Snap out of it, Minato. Sie müssen heiraten oder alles wird noch schwieriger. Ich will nicht geboren werden. Ja, das wäre echt doof, ne? Okay, aber warte mal eine Sekunde. Sie hat etwas gesagt, was nicht passt. Sie wird weggehen. Morgen. Das, ja, ist so. Sie möchte morgen gehen. Meinte sie das ernst? Aber dann die 7 Mysterien müssen doch noch gelöst werden. Und ich muss meine Eltern zusammenbringen. Oh Gott. In the same day? An dem gleichen Tag, an dem letzten Tag, den ich hier habe, muss ich das alles schaffen? Ja, na, viel Erfolg. Viel Glück. Ich gehe mal. Oh Gott. Na gut, schauen wir mal. Na, wen haben wir denn da? Guten Morgen, die Sonne ist schon auf. Boah, Minato, was machst du denn da auf dem harten Boden? Also mir hat gesagt, dass ich hier schlafen soll. Ja. Dabei ist die Matte riesig, ne? Da könnte locker da links schlafen, aber gut. Okay, are you by yourself today? Hast du dich, geht's dir halt wieder gut? Ja, Akko und Kotetsu sagen beide. Oh, die müssen heute Sachen machen. Nein. Okay. Hey, hör mal, was denkst du von Nozomi? Hä? Was meinst du? Naja, sie ist schon hübsch, weißt du? Und so erwachsen. Werden die wirklich heiraten? Oh, ich erinnere mich an etwas. Kotetsu sagte, you let us have a look around. Wir sollten mal am Badehaus heute Nacht gucken gehen. Warte, wirklich? Aber seine Familie hat doch gesagt, sie schließen früh. Ach so, ja, seine Familie sagt, sie schließen früh, also können wir alle kommen und die Kometen... Ach so, weil sie den Kometen beobachten. Okay. Oh, wow, das ist heute Nacht, also... The Watcher Mark Komet? Okay. Ja, wir sollten uns am Badehaus treffen heute Nacht. Okay, klingt gut. Und was machst du so lang?
Naja, vielleicht gucke ich mir eins der anderen Mysterien an. Lass mal sehen. Da ist noch die lächelnde Frau. Klingt nach einem seltsamen Mysterium. Ja. Yeah. Okay, na dann, sieht so aus, als würde Nozomi noch schlafen. Also, I will let you fill her in on the plan. Actually about that. Achso, ja, wir müssen die beiden ja noch zusammenbringen. Okay, egal. Denk nicht weiter drüber nach. I will tell her what's up. Ich sag ihr, dass sie aufstehen soll. Danke, Mann. Sehe dich später. Okay, wir bringen sie mit. Die beiden müssen ja noch... Naja. Wir kriegen das schon hin. Die beiden werden sie lieben am Ende. Wenn nicht, dann setzt was. Okay, ich konnte es ihm nicht... Du konntest es ihm nicht sagen, oder? Was? Du warst wach? Naja, ich hab dir doch gesagt, du sollst das ihnen für mich sagen. Ja, und ich hab dir gesagt, dass du es selbst machen sollst. Ja. Wo ist er hingegangen? Wo gehst du hin? Ist doch egal, alles ist gut. Aber, treff mich später beim Pool, okay? Ich muss dir was sagen. Okay, über was denn? Ich hab dir gesagt, ich sag's dir später. Okay, okay. Wann soll ich da sein? Wenn du dich danach fühlst. Ich werde da sein. Okay. Wartet ihr jetzt den ganzen Tag da am Pool auf uns? Wow, das ist ganz schön... verflixt. Meine Sachen sind immer noch nicht ganz trocken. Ich sollte mir irgendwie... Ich werde bestimmt erkältet. Ich fange mir eine Erkältung ein. Oh, hey. Ich kann ja mal zu Kotetsus Haus gehen und Hope in the Bath. Hoffentlich ist er im Bad. Aber ich habe kein Geld. Mist. Aber vielleicht lässt er mich ja trotzdem rein. Schauen wir mal. Gott, da haben wir hier auf dem Boden die ganze Nacht in nassen Klamotten geschlafen. Aber wozu haben wir jetzt den Schlüssel? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben Schlüssel für was? Moment. Coins. Moment. Hier ist doch nirgendwo was mit dem Schlüssel. Ich meine, Gims Dorm ist doch das Ding hier. Aber der ist doch nie zu. Ich verstehe es nicht ganz. Ist die jetzt noch am Pool? Ich guck mal. Bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe, würde ich gerne mit ihr reden. Hoffe ich, ist die jetzt nicht da. Ist vielleicht noch ein bisschen sehr früh. Ah, nee, hier ist keiner. Oh, warte mal. Was ist das? Used Band-Aid. Okay. Pflaster oder sowas, ne? Okay, nö. Hier ist er nicht. Dann später wahrscheinlich erst. Na gut. Dann zum Badehaus erneut. Gott, ist das hier mein Hin und Her? Gut, dass die Wege nicht so weit sind. Die Stadt ist ja überschaubar klein. Hier ist auch nichts zum Aufschließen. Ne? Nirgendwo. Naja, mal gucken. Vielleicht später. Warte mal, stand ich schon immer hier? Sieht so anders aus. I've come all the way from Shiba to sell product. Okay, die verkauft hier. But there aren't many people to sell to here. Hier sind nicht so viele Leute zum Verkauf, um was zu verkaufen. Okay. Kann es sein, dass mit Kapitel hier auch die Leute vielleicht wechseln, die hier so rumstehen? Das kann natürlich auch sein. So, Badehaus. Das war so erstmal... Oh, okay. Juh, geschafft. Ich frage mich, ob jemand hier ist. Also ob Kotetsu hier ist. Oh oh. Nicht gut. Ist das wieder der, den wir schon mal gesehen haben? Ha. Ich glaube, niemand hat mich gesehen. Ich sollte mich hier irgendwo verstecken. Ich kann sie nicht lange allein lassen. Ja, genau, das gleiche hat er auch schon gesagt, oder? Have to sneak her out without anyone seeing. Ich muss sie irgendwie rausbringen, ohne dass es jemand sieht. Vielleicht heute Nacht. Ja. Meine Hände zittern wie Espenlaub. Verdammt. Wie konnte das nur passieren? Es ist alles ihre Schuld. Sie hätte ihren Mund halten sollen.
Verdammte Frauen können nie die Klappe halten. Okay. Ja, genau, das hatten wir schon mal. Ich kann es nicht glauben. Woher sollte ich es wissen? How was I to know a little smacking around would kill her? Also woher sollte ich wissen, dass so ein bisschen Getratsche sie töten würde? Oh. Diese Vision schon wieder. Es passiert wirklich, oder? Hatten schon lange keine Vision mehr. Aber jetzt die gleiche nochmal. Auch seltsam. Oh, ich sehe gerade, dass eigentlich schon Folgenende ist. Wir müssen gleich mal aufhören. Hey Minato, was los? We are not meeting up it. Wir treffen uns doch später. Ja, ich weiß. Aber, naja, ich könnte wirklich ein Bad gebrauchen. Oh, wirklich? Du magst unser Bad wohl, hä? Na, dann komm rein. Okay, aber, bevor du zu aufgeregt wirst. Was jetzt? Naja, ich habe kein Geld. Das ist schon okay. Bezahl mich später. Also nächstes Mal, okay? Okay. Warte, was zum Teufel? Du bist da total klitschnass? Ja, ich bin in den Pool gefallen. Du, was? Oh Gott, dann ganz schnell, geh ins Bad. Okay, danke. Okay, warte mal. Ich habe trockene Kleidung für dich auch. Wir haben nämlich einen Trockner. Ah, er trocknet unsere Klamotten. Sehr schön. Super. Und schon wieder im Bad. Oh, ich wünsche, dass es sowas hier auch gäbe. Einfach so ein Bad. Also klar, wir haben Schwimmhallen und alles. Bin ich auch Mitglied in einem, aber so ein Bad hier hätte ich echt gern. Vor allem mit heißen Quellen. Oh, Mann, das fühlt sich so gut an. Oh ja, es ist so friedlich. Das sieht nicht so aus, als würde jetzt hier irgendwas passieren. Und Kotetsu, naja, verhält sich ganz normal. Das gibt mir jetzt Zeit, ein bisschen nachzudenken. Ich muss diese Vision stoppen, bevor sie passiert. Also müssen wir quasi Mord verhindern? Okay, zuerst. Um was ging es? Phantom of the Bathhouse? Pantalons? Nee, Phantom, ne? Ja, genau. Es hat mit dem Phantom des Badehauses zu tun. Mit dem Mysterium im Notebook. Also im Notizbuch. Okay, was hat der Typ getan? Hit somebody? Hide something. Okay, er hat irgendwas versteckt im Mädchenbaderaum. Aber was hat er versteckt? Ich will eigentlich gar nicht so drüber nachdenken. Also ich würde sagen, ein Körper, ne? Ein Körper. Ich kann es nicht glauben. Aber er sagte... Wie sollte ich es wissen? Wie sollte ich wissen, dass es sie töten würde? Dieser Typ hat jemanden getötet. Das klingt wie eine alte Legende. Aber er hat es... Es steht hier in meinem Notizbuch, dass da ein Körper im Mädchenraum ist. Okay, ich glaube, ich habe alle Teile zusammengesteckt. Also zusammengebracht. Also das heißt, der Typ... Burglar Stranger? Kotetsus Vater? Ach, ist das Kotetsus Vater? Okay, das muss ich jetzt rausfinden. Ich will es nicht glauben, aber könnte das Kotetsus Vater sein? Wataru hat mir alles erzählt, dass, naja, dass Kotetsus Vater gewalttätig ist, wenn er trinkt. Und er schlägt Kotetsus Mutter. Vielleicht hat er sie getötet? Aber natürlich nicht bewusst, sondern unfallmäßig. Oh Gott. Hey Minato. Deine Klamotten sind trocken. Das ging schnell. Oh, cool. Was? Deine Unterwäsche ist so süß, übrigens. Hey, hör auf. Okay, wir haben sehr süße Unterwäsche, das ist schön zu wissen. Okay, Kotetsus Vater hat vielleicht die Mutter umgebracht. Das. Puh.
Wobei es ja nur um den Körper geht. Also ich bin mir da nicht sicher, ob es hier tatsächlich um eine Leiche einer Person, eines Menschen geht. Vielleicht ja auch ein Tier oder wer weiß. Okay, jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Okay, Leute. Ich bin gespannt, was wir da rausfinden werden. Ich hoffe, dass das ein Missverständnis ist und Kotetsus Vater jetzt nicht die Mutter getötet hat oder töten wollen wird. Wir würden es ja wahrscheinlich verhindern, aber ich hoffe, dass es auch nicht gemeint ist, dass vielleicht irgendwas anderes gemeint ist. Na gut, dann, ja, schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye.